Weihnachten steht vor der Tür. Und wie jedes Jahr seit 2009 gestalten die Kinder die bunten Tassen, aus denen die Weihnachtsmarktbesucher ihren Glühwein trinken. Dieses Mal wurde von den Experten das 2016er Motiv ausgesucht, aus den mehr als 200 weihnachtlichen Bildmotiven, die die Kinder gemalt haben. Das Gewinnermotiv steht jetzt fest und wurde von der 11-jährigen Luisa gestaltet, die die Thomas-Mann-Schule in Lübeck besucht. Eine große Vielfalt, Qualität in der Klasse von, sagen wir mal, 8 bis 13 waren viele dabei. Mir fehlten diesmal doch die etwas Jüngeren, weil die immer so diesen ganz emotionalen Zugang auch finden und manchmal mit genialen Kontrasten auch so einen Volltreffer landen. Und ich würde doch dazu ermuntern wollen, dass die Kleineren sich wieder beteiligen. Schön fand ich, dass in diesem Jahr auch viele jungen Motive gut ausgefallen waren. Das heißt, die Beteiligung der Jungen war deutlich höher als in manchen Jahren. Wir waren uns relativ bald einig, nachdem wir diese kleinen heruntergebrochenen Motive um die Becher geklebt haben, um auch zu sehen, wie wirkt es auf dem Becher. Diese Hintergrundfarbe oder jene, oder das hilft ein wenig bei der Entscheidung. Eine ganz aparte Diagonale, die diesmal über den Becher geht, also eine Perspektive, die überraschen wird, und einen exklusiven Becher diesmal ins Volk bringt.